Am Marktplatz wird wieder zugeprostet, denn die vierte Hammerbierbörse hat begonnen. Wir haben uns einmal umgehört, was denn die besonderen Biere auf der Bierbörse sind. Unter anderem hat die Bierbörse sogar gesegnetes Bier zu bieten. Unser bekanntestes Bier der Klosterbrauerei Neuzelle, Neuzelle liegt nahe dem Spreewald in Brandenburg, ist der Schwarze Abt. Feiert dieses Jahr 426 Jahre. Und warum ist das besonders? Wir sind im letzten Jahr mit diesem Bier nach Rom gefahren. Der Papst hat dieses Bier gesegnet und wir haben es dann wieder mit heim nach Neuzelle genommen. Und eine Flasche von dem gesegneten Bier schwebt über dem Brauprozess, unser Schwarze Abt Bottiche. Und wir gehen davon aus, dass jeder Tropfen unseres Schwarzen Abtes dadurch gesegnet ist. Wir haben einmal das Honigbier, das kommt aus Zwickau. Ist Honig drin, schmeckt leicht nach Honig, leichte Herbe des Bieres, sehr süffig. Mit 5,4% ein recht starkes Bier. Hier haben wir erstmal etwas ganz Spezielles, das sind unsere Fruchtbiere, wo die Früchte im Brauprozess mit komplett eingebunden werden. Das heißt, es wird ein Bier erstmal hergestellt, dann kommen die Früchte mit hinein und dann bleiben die Früchte in dem Bier drin, die reifen mit dem Bier. Nach einer gewissen Zeit kommen die Früchte dann wieder raus, dann kommen die wieder zurück in ein Lagerfass oder ein Eichenfass und dann reifen die dort weiter. Der gesamte Prozess braucht 2 Jahre. Jetzt wirst du dich wundern, was hier jetzt rauskommt. Es kommt ein rotes Bier raus, das ist ein Kirschbier. So, dieses Kirschbier, Alkoholgehalt sehr angenehm mit 4%, typisches Sommergetränk. Kann man übrigens im Winter auch als Glühbier trinken, ein ähnliches Produkt. Das wird hier auf dem Weihnachtsmarkt ebenfalls ausgeschenkt. So, und das ist hier jetzt unser absoluter Renner. Wie gefällt wohl den Gästen der Börse das Bier? Wir haben nachgefragt. Ja, super! Ja, macht Spaß? Schmeckt? Also auf jeden Fall. Trinkt ihr eher klassisches Bier oder doch eher was Ausgefalleneres? Ja, ich sag mal, klassisches kriegen wir hier immer. Also dann was Ausgefallenes. Sag doch einfach, wir gehen jeden Stand durch. Ja, wir gehen jeden Stand durch. Jeden Stand? Ja. Alles klar. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin und es geht halt eigentlich schon gut. Wir haben schon ein Bier probiert. Schmeckt interessant. Man findet viele neue Geschmäcker, man kann sie inspirieren lassen. Wer gerne Bier trinkt, ist hier auf jeden Fall richtig. Ja.